wollte es nur fallen lassen, Mann. Mann, mal ein bisschen Steuerung erklären, Freunde, ey. Mal irgendwas ein bisschen, ey. Doch, das hast du unser Spiel. Spiel's doch. Zack, Idiot, kriegst noch hingeschmissen vor die Füße. Ich wollte einfach nur das Radio fallen lassen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich habe einen Schlüssel. Nein, man muss es erst anschalten, bevor man es fallen lässt. Das ist ja noch so total verwirrend. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rumrenne. Null. So, ich bin wieder auf der Brücke. Ich will aber nicht auf die Brücke. Ich will da runter. Ich weiß ja noch nicht, ob ich da runter will. Das ziehe ich dann gleich. Bin ich wieder hier? Wie lasst man dann Sachen fallen? Guck mal jetzt. Ah, auf Dreieck. So, das hebt man aber auf. Und zweimal Eieruhr. Brauchen wir die? Macht's, kann ich die jetzt fallen lassen, ohne dass die direkt. Gut. Was? Außerdem sehe ich das hier schon. Da geht viel Horrorflöten. Ach so, ja, ja, genau. Das kenne ich. Wenn man woanders bei anderen Streamern schon Horrorspiele sieht, ist natürlich immer schwierig, weil dann. Fick Kamera! Ich muss an der Kamera wieder vorbei. Deck 6. Sind das die Etagen? Du weißt nie, wo das Fickvieh da rumläuft, ey. Kann ich hier die Power... Ich habe Kreppband. Kreppband könnte ich doch für das Boot gebrauchen, oder? Gehen wir mal zurück. Ich gehe mal gucken, dass ich an das Boot wieder komme. Deck 8, wo war denn das Boot? Deck 5. Ich glaube, jetzt bin ich hier wieder auf der Scheißbrücke. Ne, ich muss hier eins runter. Deck 7 war das Boot irgendwo. Vielleicht kann ich doch mit Kreppband was machen. Jetzt bin ich wieder hier. Mann, da will doch keiner hin. Ah, doch, hier. Schon alles zurück. Boah, ist das ein Atmosphäre hoch 20. Kann ich nicht verwenden. Ah doch. Okay, das Boot ist mit Kreppern zugetaped. Stelle den Strom wieder her. Ich brauche eine Sicherung. Luftrettungsfloß. Blase das Floß wieder aus. Tausche die Kettenspule aus. Alles klar, alles klar, alles klar.
So, blas das Boot doch bitte. Renn! Oh, leck mich doch! Ah ja! Oh, fick doch! Voll in die Sandgasse gerannt. Kacke, Mann, ey. Okay, jetzt wissen wir, jetzt geht's mal ein bisschen schneller voran. Schwierig ist es, sich zu orientieren, ne? Jetzt bin ich in eine Sandgasse gerannt und dann war Feierabend. Und das sieht einfach alles gleich aus. Tja, wieder von vorn. Wenn man langsam weiß, wie es geht, einfacher. Ich hätte vielleicht jetzt hätte ich mal das Radio werfen können oder der Eierwecker. Oder sonst irgendwas. Fürs Abzulenken. Puh. Und hier drin sind es 100 Grad. Es ist nicht ohne. Entschuldigung. Ist nicht ohne das Spiel, das ist nicht ohne. Ich mach mal ein bisschen mehr wie Nuko da hin. Feuer frei, Alter! Das ist ein geiles Spiel! Ist auf jeden Fall. Ja, ist geil. Ist geil. Es ist halt, das ist schwierig. Im Boot selbst, es ist richtig schwierig. Jetzt guck mal, dass wir hier alles finden. Vorhin habe ich eine Sicherung gefunden. Die Gegenstände sind random. Sie sind tatsächlich alles random. Man kann sich an nichts gewöhnen. Da ist die Sicherung. Die haben wir vorhin gebrauchen können. Ja, ich will mal das jetzt nicht alles einmal vorlesen, durchlesen. Ach, das Ding weg. Alles klar, Tino. So. Stab, was sollte man die gebrauchen? Oh, einen mit. Das ist eine gute Idee, Tino. So, eine Schranktür muss immer offen sein. Eine muss immer offen sein. Was ist das? Tauchbootbatterie. Ah. Also wir können auf mehrere Art und Weisen fliegen. Jetzt ist es Tauchboot. Vielleicht war es vorhin der Helikopter oder das Boot. Jetzt das Tauchboot. Ist cool. Ah, wenn ich die Taschenlampe wegwerfe. Ah, das ist klar. Wo werfe ich denn noch Sachen? Wie werfe ich dann? Dreieck lasse ich sie fallen. Ich mache nochmal Mittag warm. Alter, wir haben jetzt vorhin Kentucky Fried Chicken, 2 Emmer Calf. Ich bin so überfressen mit Chicken. War ich hier schon? Nein. Leuchtstäbchen. Eigentlich brauchen wir die nicht. Die können wir neu fallen lassen. So dunkel ist es jetzt auch nicht.
Ich habe hier nicht auf absolute Nacht gestellt. Oh. So, immer sind die ersten zwei Erschrecker und dann gewöhnt man sich so ein bisschen an den Horror. Und immer wenn ich das sage, kommt der Jumpscare meines Lebens. So Geräusch, ey, das ist so widerlich. Mach doch mal die Schublade auf. So, eine Schranktür immer offen. Vor allem, man weiß ja auch nie so wirklich, was man sucht. Was steht denn dort drauf? Haben wir das alles schon gelesen? Ja, gut, keine Ahnung. Das ist, ob das jetzt... Mach doch mal den Mist da weg. Das da weiß ich nicht, wie man das da ausstellt. Ey. Ständig ploppt bei mir irgendwas mit Steam auf. Der Dino. So. Wir suchen jetzt das Areal erstmal in Ruhe ab. Es ist halt kacke, wenn du in die scheiße Enge laufst. Kommst du nicht mehr weg? Dann kommst du einfach nicht mehr weg. Kannst dich ja da nicht wehren. Du hast gar nichts für die Kreatur mal zu paralysieren oder sonst was. So, Strom ist an. Freunde, Freunde, Freunde. Es ist auf jeden Fall heftig, Stante. Geiles Spiel. Merci für die Empfehlung. Könnt ihr euch die ganzen Clips-Zusammenschnitte dann im August Twitch-Clip-Special angucken. Best of August. Da kommen dann alle Clips drin. Mit namentlicher Erwähnung auch noch, wer dann die Clips erstellt hat und so. Dass das auch ein bisschen belohnt werden soll, das ganze Clips-System. Ich mache mir da auch jetzt keine großartige Arbeit. Ich schaue mir da die Clips hintereinander und mit ein paar Übergängen und gut ist. Die Arbeit habt ja ihr quasi, wenn ihr die Clips erstellt. So, eine Schranktür muss immer... Licht geht aus. Okay, gehen wir runter. Müssen uns doch mal orientieren. Deck 2. Gehen wir mal runter. Ah, du bist hier. Ach du Scheiße. Übertreiben's doch. Lower Deck, Cargo als 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,